Weiter geht's mit Sniper Elite 4. Und der Jagd nach unseren Feinden hier. Leck mich doch. Komm runter. Komm raus. Jetzt hab ich dich. So, einer weniger. Okay, jetzt mal runter. Dankeschön. So, es könnten jetzt noch 5 sein. 5 oder 6 sein. Ich glaube, 4 sind sie nicht mehr. Es kommen immer wieder neue. So. Jedenfalls ist es jetzt einer weniger. Und der nächste Kollege, der baut, geht direkt wieder an diese Lücke. So, und der ist auch weg. Weiterer Augenschuss. Gib ihm. Ich habe noch 19 Schuss für jetzt noch 4 Gegner. Vielleicht noch 4 Gegner. Ich weiß es nicht. Wobei ich vermute, dass ein paar von denen da hinten in dem Gang chillen. Da ist noch einer, Minimum. Ah, scheiße, den habe ich noch nicht. Auf jeden Fall sind die. So. Ein Offizier. Klatsch. Headshot. Oh, den hat's, glaube ich, erwischt. Habe ich gerade den Draftcatcher gekillt? Aber es sind nicht mehr viele. 3 noch, ne? Das könnte ein Dokument sein, oder? Er ist verbannt. Okay. Warte mal. Den abzuüberprüfen. Und die Waffen zerstören. Weil ich mir jetzt gerne erstmal die Gegner holen würde. Scheiße. Ich habe gesehen, dass 2 von denen jetzt nach links gegangen sind. Gut, dann ist jetzt einer davon auf jeden Fall weg. Headshot. Ja, nicht ganz. Komm raus nochmal. So viel. Ich weiß, dass einem... Einer mich noch? Hä? Okay. Das sind davon mehrere. Das Problem ist, dass wir hier keine... Warte mal. War das? Was habe ich hier? Irgendwas gerade? Und es war wegen der Deckung. Okay. Gerade mal ganz kurz ein bisschen meine Herzfrequenz runterzuziehen. So, ich muss die Dokumente finden.
Hier, oder was? Ja. In Safe springen. Der macht nämlich jetzt Klotz Knallbumm Action. Und dann können wir uns das letzte Dokument nehmen, was wir noch hatten. Wunderbar. So, dann haben wir den auch weg. Dann fehlt es eigentlich jetzt nur noch hier unten die Waffen. Und dann haben wir es. Oh, Gott sei Dank, ey. Was für eine Mission. So. Jetzt am besten hin. Jetzt sag mal bitte nicht komplett außen rum, oder? Jetzt sag mir bitte nicht, dass ich da komplett außen rum muss. Oh, ich weiß was. Scheiß auf die Waffen. Wenn ich ehrlich bin. Okay, egal. So, das Gebiet jetzt verlassen. Dann sind wir quasi durch mit der Mission. Gut, rein theoretisch wären jetzt noch die Waffen da, das Ziel. So, was ist. Was anderes. Na gut, wir können aber auch das eine Ziel nehmen, da hinten, um das Gebiet zu verlassen. Und dann die letzte Waffe noch nehmen. Dann kann man die Waffen doch noch mitnehmen. Dann habe ich sogar komplett. Dann habe ich das Gebiet nämlich auf 100%. Oder beziehungsweise die Mission. Ich glaube, sonst haben wir alles. Hier ist mittlerweile auch Ruhe. So, dann machen wir das so. Dann haben wir das ja vollständigkeitshalber auch durch. Ich
weiß, dass wir jetzt hier eigentlich gehen könnten. Aber wie gesagt, ich möchte gerne noch alles auf komplett machen. Weil wir könnten, wie gesagt, hier ab. Nein, ich wollte eigentlich durchgehen. Nein, ich wollte es auch machen. Nein, ich wollte eigentlich das letzte Ding machen noch. Verdammt. Egal. Naja, scheiß drauf. Dann haben wir es geschafft. Gut, die Herausforderung liegt jetzt gemacht. Egal, scheiß drauf. Dann haben wir es geschafft. Trotzdem. So. Level 10. Ich glaube, wir sind sogar fast, müssen dann sogar fast Level 11 sein sogar. Nee, ist aber nicht. Nicht ganz. Egal, dann haben wir es aber geschafft. Gut, dann machen wir hier Feierabend. Wir sind in der nächsten Folge wieder und dann schauen wir mal, was haben wir als nächstes? Den Küstenstandort Magazeno. Okay. Ja, das ist dann auf jeden Fall die nächste Mission ab morgen. Bis dahin, auf Wiedersehen. Tschüss.